Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir müssen uns diesmal leider ein bisschen beeilen im Video, weil meine Schmerztabletten langsam anfangen nachzulassen und ich kann noch nicht so viel reden, weil dann schmerzt noch mehr und deswegen, aber ich wollte das halt trotzdem machen, weil HelloFresh ist jetzt die vorletzte Box und ja, dann ist es ja erstmal hinfällig. Es sei denn, wir sind, wie gesagt, wir sind am Überlegen, ob wir fürs Wochenende machen. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, nicht mal welche Gerichte wir diesmal großartig ausgewählt haben. Ich hatte heute auch wieder Zahnarzttermin. Gott sei Dank, die Antibiotika wirken gut. Und ist so ein bisschen, er hat jetzt nochmal also nochmal gebohrt und die zweite Wurzel freigelegt. Und also ist jetzt alles offen, kann alles abfließen. Und der Antibiotika wirkt eigentlich, also er braucht nicht aufschneiden. Er wollte heute eigentlich das Zahnfleisch überm Zahn aufschneiden, damit der Rest der Eiter rausfließen kann. Brauchen wir Gott sei Dank nicht machen. Da ist mehr drin. Das ist das erste Mal, dass wir so einen Beutel haben. Also so einen kleinen Umschlag, da ist mehr drin. Gutscheine und, ach nee, mit den Gutscheinen, das war ja schon mal. Was haben wir denn hier? Shop-Apotheke. Mai Müsli, 12 Euro. Ah, das ist auch. Mein Müsli, was man sich da zusammenstellen kann, das ist auch nicht wirklich so gesund, Leute. Da muss man wirklich das Richtige zusammenstellen und nur Müsli und so ist auch trocken und bäh. Für dein erstes Ego-E-Bike. Das ist was für meine Mama. 100 Euro Rabatt, das ist doch schon mal gut. Für meine Mama, weil die will sich ja, ne, E-Bike nicht, die will sich ein Pedelec, will sie sich wiederholen. Und der kann ich das denn geben. Da wird sie sich freuen. So, ich packe erstmal wieder die Tüten aus. Wir haben hier die Tüte Nummer 5. Oh. Muss jetzt alle 8 Stunden Antibiotika nehmen. Tausender Antibiotika hat er mir auch geschrieben. Ach, Nummer 1. Haut ordentlich rein, wirkt gut. Also schnell, so wie ich es jetzt mitgekriegt habe. 7. Was haben wir hier? Die 14. So. Und. Den Kühlbeutel wieder. Oh, das ist alles auf den Umschlag getropft. Hoffen wir mal, dass die Karten nicht nass geworden sind oder nicht so doll nass geworden sind. Aber was haben wir denn hier? So einfach ist es. Der Gutscheincode für deine erste Gratisbox und weitere Gratisgeschenke. Deine erste. So einfach ist es. Bis zu 62,99 Euro geschenkt. Zweite Box 15 Euro, dritte Box 12 und vierte Box 10. Ach, habe ich jetzt noch mal einen Gutschein bekommen?
Wenn ich da noch mal 12 spare, wir nehmen ja, sind ja dann bei, oh, ich hatte vorhin nachgeguckt, für zwei Essen am Wochenende, weil es ist reichlich, es reicht für mich, die Große, und für die Kleine bleibt auch noch was über. Frauchen macht ja ihre Keto-Diät, die isst ja nicht mit. Die erste Box gratis bis zu 100 € Rabatt. Achso, schenke deinen Freunden ihre erste Box gratis bis zu 100 € Rabatt. Na, seht ihr, habe ich jetzt hier auch dreimal einen Gutscheincode. Den will ich jetzt aber nicht in die Kamera halten. Für euch. Ja, wie gesagt, bis zu 100 € Rabatt. Also ihr würdet dann halt praktisch, ich kann das jetzt nicht zeigen, wie ihr sagt, weil sonst würdet ihr die Codes sehen. Box 1 bis zu 62,99 gespart. Also wenn ihr die große Box nehmt für 5 Tage und halt 4 Personen. Da seid ihr also um die 72 €. Wir hatten ja für 3 Personen. Da waren wir so irgendwie um die 64 €, glaube ich, waren wir. 3 Personen, 5 Tage. Also letzte Mal. Und bei der zweiten Box würdet ihr 15 € und 1 Cent Rabatt kriegen und bei der dritten Box 12 € und bei der vierten 10. Also wenn euch das interessiert und ihr das wollt, dann schreibt mir bitte in die Kommentare, wo man euch kontaktieren kann. Oder ihr schreibt mir einfach im Telegram oder eine E-Mail, findet da im Infobereich. Und dann steht da, also geht auf im Kanal oben auf Info und dann habt ihr die ganzen Links und dann steht dann E-Mail für Kontaktaufnahme, da drückt da drauf und dann macht er E-Mail für Kontaktaufnahme und dann da kann ich euch den Code geben. Wie gesagt, 3 habe ich nur. Mehr habe ich hier nicht drinnen liegen. Ich habe nur 3 Codes, die ich euch dann gerne zur Verfügung stelle. Und ich kann auch Freunde einladen. 2 pro Monat, glaube ich, war das. Also wenn ihr mir eure E-Mail schickt, kann ich euch auch einladen. Da habt ihr auch einen gewissen Rabatt. Aber ich kann halt nur 2 Freunde pro Monat einladen, glaube ich. Da stand irgendwas mit 2. Ja, keine Ahnung. Muss ich mir nachher nochmal angucken. So, Essen Nummer 1 ist saftiges Schweinefilet mit Safran. Hoppala. Sieht sehr interessant aus. Gericht Nummer 5. Käsige Hackbällchen mit Rahmchampignons. Wir essen eigentlich alle keine Champignons, also Pilze. Aber es klang interessant und von der Zubereitung her und ja, wir wollten es halt mal testen. Dann herzhafte Gnocchi-Pfanne. Und Seehecht in Spinat-Sahnesoße aus dem Ofen. Weil Fisch muss auch mal wieder sein. Und das klang sehr lecker. Und würzige Spaghetti à la Pomodoro. Das sah auch sehr interessant aus auf dem Bild. Sieht immer noch interessant aus. Aus der Family-Kategorie. Moment, wir haben über 30 Grad. Ich muss auch gleich wieder mir den Lappen auf der Backe packen, weil die Wärme ist nicht so gut. Ich gucke nochmal nach. Da. Nicht, dass ich euch das Falsche sage. 31 Grad und es ist gerade mal 13 Uhr. So, dann würde ich sagen, fangen wir mit Paket Nummer 1 an. Josie hilft auch gleich wieder, die bräuchte nur rufen, die bringt es dann weg.
So, da haben wir einmal Mixkräuter. Eine kleine Packung Kartoffelchen. So, Kochsahne. Ich hole jetzt nicht alle raus, aber hier 4 Mohrrüben sind mit bei. Und was ist das hier? Hühnerbrühe. Und zweimal Senf. Deswegen versuche ich auch immer, wo sich auch schon einige gewundert haben, warum ich die immer so zart aufmache an der Seite. Klingt schon lustig, ich und was zart aufmachen. Dass man die Nummer hier drauf sehen kann. Und wenn man sie im Kühlschrank hat, wir lassen die ja mit den Tüten so im Kühlschrank drin. Und dann kann man gleich an der Tüte, ach, das ist gelb, das ist blau und die 5, dass man alles gleich vernünftig sehen kann. Weil die Farben haben ja auch nochmal eine Bedeutung für die verschiedenen Kategorien. So. Oh, das müssen wir dann wahrscheinlich zuerst machen mit den Champis. Hier haben wir einmal Champis. Die sehen auch sehr gut aus. Was weiß es? Es ist weiß, da ist nichts dunkel. Nichts Ekelhaftes. Also die sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Die müssen wir wahrscheinlich morgen dann gleich machen. Panko-Mehl. Oh, wir hatten vorher mal auch was mit Panko-Mehl. Das war Fleisch mit Panko-Mehl oben drüber. Oh, das war auch so lecker, ey. Dann wieder Kochsahne. Guckt euch. So, schöne Zwiebel. Keine dunklen Stellen. Wirklich super. Ich sag's ja immer wieder, das, die meisten glauben es wirklich nicht. Und dann hier nochmal so ein paar Kartoffelchen. Viele glauben es denn immer halt nicht. Dann so eine kleine Frühlingszwiebel. Und sagen, ja, das kann ja nicht frisch bleiben. Das ist ja, kommt ja mit dem Lieferunternehmen, eine Mohrrübe. Die ist auch wirklich noch richtig knackig. Also die Zwiebel hatte ich ja schon. Die Kochsahne hatte ich schon. Hier haben wir dann noch Paprika-Gewürzmischung. Das kann ja nicht frisch sein. Es kommt ja halt mit einem Versandunternehmen. Und es geht ja nicht. Und hast nicht gesehen. Aber doch, es geht. Es geht. Wie gesagt, bei uns ist, jetzt bestellen wir ja auch wieder für 5 Tage. Und da steht auch immer eine Empfehlung für Tag 2, für Tag 3 und so steht immer drauf, wegen Haltbarkeit. Uns ist noch nie, also damals nicht, wo wir HelloFresh hatten und jetzt auch nicht, uns ist noch nie irgendwas schlecht geworden. Also irgendein Gewürz oder diese Kräuter oder eine Frühlingszwiebel, Zwiebelkartoffeln, alles, was ihr euch so vorstellen kann an frischen Lebensmitteln oder auch selbst die abgepackten jetzt, wie jetzt, sag schon, ich bin immer noch am Überlegen. Kartoffeln hatten wir mit bei, wir hatten Spinat, wir hatten Basilikum, Petersilie, Frühlingszwiebeln, ja, egal was wir mit bei hatten.
Ob es frisch ist, ob es im Karton ist wie die Kochsahne oder irgendwas. Es war noch nie irgendwas mit bei, was schlecht war, was wir aussortieren mussten. Entweder beim Kommen oder nachdem wir es dann im Kühlschrank aufbewahrt haben und dann zubereiten wollten. Da ist noch nie irgendwas aussortiert worden. An irgendeiner Stelle. Hat bis jetzt immer alles super funktioniert. Immer. So. Oh, die hat nämlich schon wieder Gitarre gespielt, die Josie. Und die Nachbarn haben sich nämlich schon beschwert, dass das so laut ist in der Mittagsschlafenszeit. Oh, hier sind nur Kräuter drinne. Das sieht aber verdammt gesund aus. Was ist denn das 7? Was war denn Essen 7? Herzhafte Gnocchi-Pfanne. Ach so, da brauchen wir nur die Gnocchis dann noch rein. Okay, gut, dann alles klar, kein Wunder. So, da haben wir eine Knoblauchzehe. Dann haben wir hier Pine Nuts. Das sind irgendwelche Nüsse. Dann haben wir Basilikum. Also Basilikumpaste. Muskatgewürz. Also früher fand ich Muskat nicht so gut. Jetzt mittlerweile bei einigen Gerichten. Ach hier, nochmal eine Knoblauchzehe. Zweier. Oh, das wird dann schön knoblauchig. Und was ist das? Blattspinat. Und selbst der hier, guckt mal, der ist hier noch, hat hier noch so ein bisschen Feuchtigkeit drin. Der sieht sehr frisch aus. Keine dunklen Ecken, nichts. Also kann man sich nicht beschweren, muss ich sagen. Achso, ich müsste Josie ja langsam mal die Tüten wegräumen. Josie! Wir haben hier ein paar Tüten. Oh, drei Stück. Komm rüber, ich komme nicht, kann nicht. Ui. So. Und gerade Josie, die sich immer beschwert hat, mal was anderes zu kochen und mal was Neues und frisch, weil ich koche ja sonst nicht frisch, ich mache hier, gebe ich auch zu, weil es einfacher ist, mag ich, aber meine Frau kocht ja jetzt immer und die kocht frisch, aber Josie wollte mal was Neues, also, ja. Und die Hälfte von dem hat sie keinen Hunger drauf, will sie nicht. Oh, Kabi ruft gerade an. Oh, Kabi, das ist gerade ungünstig. Eigene Antwort. Mach gerade ein Video. Mache gerade Video senden. So. Ich kann mich ja nicht mehr erinnern, wann mein Handy das letzte Mal auf laut war. Ich habe mir das irgendwie über die Jahre jetzt, seit ich YouTube mache, angewöhnt, weil die ersten Male war es halt immer mit Ton an und dann ist es halt mal im Videodreh losgegangen und so und das wollte ich dann nicht mehr und deswegen habe ich mir dann angewöhnt, das halt immer lautlos zu machen und irgendwann habe ich es einfach lautlos gelassen und habe es halt ganz selten mal aus dem lautlosen Modus rausgeholt und mittlerweile hole ich es gar nicht mehr raus. Wirklich echt nur in dringenden Fällen. Gemüsebrühe. Einmal als Spaghetti. Achso, und Kartoffelchen. Also wirklich nur so ein kleiner Sack. Wir hatten mich letztens, ich weiß gar nicht, wer mich gefragt hatte. Semmelbröseln. Die sehen immer so klein aus, die Pakete von HelloFresh und auch da sind immer nur so 2, 3, 4 Kartoffelchen mit bei, wird man da satt. Also ich kann euch sagen,
Auch wenn es jetzt nicht so aussieht, auch wenn hier halt in den kleinen Tüten halt immer so wenig manchmal drin ist, hier ist ja auch noch was drin. Bis jetzt sind bei jeder Mahlzeit, also bei jedem, was gekocht wurde, die Große satt geworden, ich bin satt geworden und war auch noch was für die Kleine, was sie nicht gegessen hat, was wir dann unter uns aufgeteilt haben. Oder halt nur ein bisschen was gegessen hat. Aber es gibt ja halt beim. Achso, habe ich vergessen zu zeigen. Diesmal ist ja auch Spaghetti mit bei, also da wird sie hoffentlich reinhauen. Babyspinat. Baby wie Blatt, oder? Nee, Babyspinat. Babyspinat. Okay. So, das ist Nummer 14 und jetzt haben wir hier noch die 26. Oh Gott, mein Zahn. Oh. Ah ja, das ist jetzt für. So, okay. So, wir haben einmal Pasta. Spaghetti. Schöne lange. Da will ich auch Frauchen sagen, die soll sie nicht durchbrechen, dass die Kleine zutschen kann. Ein bisschen Spaß muss man hier auch gönnen. Hier ist Tomatenmark oder was es ist. Tomatenzucker. Tomatensoße. 200 Milliliter. Dann haben wir hier zwei wunderschöne, wirklich wunderschöne rote, wenn ich sie essen würde, Tomaten. Eine rote Zwiebel. Dann haben wir noch Gemüsebrühe einmal mit bei. Zweimal diese Pinennüsse. Da bin ich mal echt gespannt. Also, das kenne ich so nicht. Eine Knoblauchzehe und müsste Basilikum sein. Mixkräuter. Basilikum. Ach, Basilikum und Oregano. Und hier seht ihr das auch nochmal, dass da so ein bisschen Feuchtigkeit drin ist. Die wurden frisch verpackt. Und selbst wenn wir die am letzten Tag machen, sind die immer noch relativ frisch. Also wirklich. Wir sind begeistert. Da kriegt man mal auch mal. Und wenn du das. Hat auch den positiven Nebeneffekt, ehrlich gesagt. Ich bin da nicht so entscheidungsfreudig mit Essen. Ich bin da eher so. Gib mir ein Schnitzel, Kartoffeln, grüne Bohnen und Soße und ich bin zufrieden. Aber hier zahlst du ja Geld denn dafür? Und dann hast du halt nur eine begrenzte Anzahl an Gerichten zur Auswahl, die du auswählen kannst. Das sind 50 oder 60 Gerichte pro Woche. Und ja, da musst du unter diesen 50, 60 Gerichten musst du was finden. Meine Frau findet immer irgendwas. Und dann hast du aber keine Chance. Und dann ist da irgendwas mit Reis mit bei. Boah. Und dann musst du das essen. Josie. Dort sind die letzten beiden Tüten und jetzt machen wir noch die große. Ich hasse Reis. Ekelhaft. Oh, das untere Fach muss diesmal ziemlich groß sein. Ja, weil wir alles rausnehmen sollen. Ja, nee, weil. Ach so, die Eisdinger sollen wir rausnehmen, hat Patricia gesagt, wa? Ja, und die Tüte. Ja, dann komm mal her. Dann lasse ich die Eisbeutel hier in dem und gibt ihr die dann einzeln oder was? Na, dann mache ich das schon mal einzeln hier. Was ist denn da runtergefallen? Ein Gummi? Josi, kannst du mal den Gummi da aufheben? Zu meinen Füßen?
Da kommst du nicht ran. Du bist doch jung und gelenkig, hast du mir letztens noch erklärt. Ach so, das ist von den Tüten hier. Die können wir mal aufheben. So, wer weiß, wozu man das mal brauchen kann. So, das kannst du ja schon mal wegräumen. Obwohl, die kannst du in ihr Frierfach machen. 1, 2, 3 für meine Backe. Weil ich wollte nämlich letztens Kühlbeutel kaufen. Beziehungsweise hab Frauchen eine Geld gegeben. Und die sollte bei Kick holen, weil ich so eine Schmerzen hatte. Gab's keine. So, hier haben wir den Seehecht. Oh, der sieht aber auch schick aus. Schönes Fleisch. Sieht sehr zart aus, da bin ich mal sehr gespannt. Seehecht habe ich so noch nicht probiert. Schweinefilet, zwei Stück. Hier haben wir dann zwei Schweinefilets. Ich hoffe, ihr könnt es immer so erkennen, weil bei mir sieht die Kamera manchmal ein bisschen dunkel aus und bei euch dann etwas heller auf die Entfernung und so. Meine Augen sind auch nicht besser. Es sieht wirklich, hat eine schöne, nicht so viel Fett. Sieht wirklich richtig gut aus. Oh, da läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir gehacktet. Hackfleisch. Zubereitung aus Rind und Schwein. Das sieht auch sehr schön aus. Hat auch eine schöne dunkle Farbe, wie ihr sehen könnt. Ja. Und wie gesagt, das packen wir so in die Pfanne. Die, was sind das? 300 Gramm. Und da geht kaum Wasser raus. Also nicht so wie aus dem Supermarkt. Du machst das in eine Pfanne und dann hast du die Hälfte von dem, was du eigentlich mal reingepackt hast. Ich weiß, ich erzähle das immer wieder, aber es ist wirklich so. Es ist so geil. Wie gesagt, ich kann es nur erzählen, wo meine Frau das erste Mal was mit die Hackten von HelloFresh gemacht hat. Die hat einen halben Orgasmus in der Küche gekriegt, weil da so kaum Wasser rausgekommen ist und da halt immer noch so viel übrig war. Also an Hackfleisch übrig war und nicht geriebener Gouda. Käsemix. Wenn ich ihn jetzt nicht benutzen würde, wäre er haltbar bis 23.08.2022. Bis dahin ist er schon lange weg. 25.11.2022. So, okay. Hartkäse italienischer Art gerieben. Der wird, denke ich mal, für die Spaghetti sein. Wir haben ja diesmal Spaghetti mit bei. Und hier haben wir auch noch, der ist beim letzten Mal übrig geblieben, den hat Frauchen nicht rüber gemacht. Hartkäse italienischer Art gerieben. Den haben wir sogar zweimal. Und dann haben wir halt noch die Gnocchis. 600 Gramm. Die sind echt lecker. Die kannte ich vorher auch nicht so. Meine Frau hat damit mal angefangen. Weil das ist in Polen wohl ganz normal und bekannt oder so, keine Ahnung. Nee, das waren die anderen Dinger. So, bringst du erstmal das weg. Dann kannst du den nächste holen. Kannst du noch? So, dann haben wir hier noch. Nee, das waren die Maultaschen, glaube ich. Ich verwechsel das immer alle. Creme Fraiche haben wir hier wieder mit bei. Und dann haben wir hier noch Frischkäse. 100 Gramm. Also hier sind jetzt 100 Gramm Frischkäse drin. Wie gesagt, HelloFresh, ja, die machen das dann alles immer noch wirklich die, in so eine extra Verpackung. Du kannst jetzt die Pappe hier abziehen und hast nur das obere und das untere Plastik. Ja. Also die versuchen da schon auf die Umwelt zu achten. So, das war doch schon wieder. Achso, die Rezepte noch, Josie. Wir haben auch alle Rezepte aufgehoben. Also die vom letzten Mal haben wir auch aufgehoben. Als kleine Idee. So. Achso, jetzt müssen wir ein Messer zumachen. Jetzt hoffe ich, dass es euch gefallen hat.
Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Wie gesagt, Streams sind momentan nicht. Ich weiß nicht, wenn ihr das seht, ob denn schon wieder Streams sind, weil es schmerzt halt. Und ich freue mich, dass ich gleich meinen Kühlakku wieder draufpacken kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.